Und hier sind wir wieder zum nächsten Part von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Wir müssen jetzt, oder haben wir herausgefunden, dass wir eine, dass der Joker eine Formel sucht oder haben will, wo er ein gewisses oh nein, wo er ein gewisses Extrakt entwickelt, was Venom heißt, wo er quasi quasi seine Soldaten quasi aufpumpen kann, damit die größer und stärker werden. Und das müssen wir jetzt natürlich verhindern. Nein, aua! Alter Schwede, der kriegt jetzt, warte mal. Der kriegt so einen Bangerang rein. Ja, und Bounce! Noch einer, kann schon mal. Mich voll erwischt. Alter! Alter, 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 Alter! Das war jetzt nicht so gut. Das war ein doofer Einstieg. Wo bin ich? Wieder hier. Gut. Also scheiße, aber gut. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fähigkeit ist wieder. Ich habe zwei Männer aufgemacht, um die Deckung. Machen wir jetzt ein bisschen schneller hier. Haben wir eben das schon alles gehabt, so. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Oh. Irgendwie hoch, kann ich nicht, aber doch. Zzzk. Kann ich von hier? Tatsache. Boing. Alter, schon wieder. Puh. Gibt's da nicht. Wie nehme ich denn so? Gut. Gut. Das war schon mal besser, ne? Das war das. Da ist noch irgendwas Wichtiges auf dem Grund des einbetonierten Grundstücks. So. Oh, zählen. Jo, gut. Ich hier bestimmt irgendwas, ne? Und rein geht's. Sieh mal, wer das ist. Ja, der große böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh dir an, wie er da steht. Musst du keine Karte von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Ja, dann komme ich halt von einer anderen Richtung. Also das eher diese Insel wurde gründlich
Ich muss es gucken. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Gothams großartigste Familie überragt die Stadt. Gut, lass mich nicht richtig rein, dann muss ich von außen kommen, wenn es irgendwie geht. Hier ist schon. Oh, das war ein Zufall. Ich weiß, Batman. Benutze den Detektivmodus. Ja, ich weiß, aber ich wollte gucken, ob es hier was gibt. Seltsames Bild, vielleicht ist das schon mal ein. Kein Objekt geortet, okay. Hätte er sein können. Oh, ist auch doof, dass man hier nicht hochklettern kann. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Aber hier, da ist doch was. Und es geht nicht. Benutze den Detektivmodus auch weiter. Ja. Gut, gehen wir mal auf die andere Seite, ne? Oder hier. Zack, oder? Nein. Doch. Das. Haben wir doch noch einen Eingang gefunden. Zack. Bin da. Gucken. Vergewissern, dass hier auch alles okay ist. Tja. Drei Gegner. Eine bewaffnete, eine. Ne, zwei unbewaffnet. Bounce. Und der kriegt jetzt direkt einen auf die Mütze, ey. Und die auch, ey. Die haben mich nicht reingelassen. Jetzt jedes Mal wieder hier raus, oder was? Hier ist bestimmt irgendwas drin. Mach auf! Hier ist bestimmt. Ah, siehst du? Das ist mein Batman-Instinkt. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Und gucken natürlich immer Ausschau halten auf verschiedene Batman-Rätsel, wie zum Beispiel. Das könnte ja eins sein. Keiner wird geortet. Weil irgendwie Familie und Insel war ja eben. Aber es gilt wahrscheinlich nur für draußen, wenn ich draußen bin. Die ist wieder verschlossen. Explosionsgel und mache jetzt mal ein Foto und dann wieder zu. Nochmal an. Ist hier noch irgendwas so? Ich hätte Abscheu empfinden.
Wer ist die Hauptperson in dieser Haupthalle? Ja, der. Ach man, jetzt wollte ich hier überraschungsmäßig reinplatzen und jetzt. Ob ich das schaffe? Alter, ey. Oh, es sieht schon besser aus. Oh Mann, was ist denn hier los? Stückt die ganze Zeit. Ah, oh, da haben wir so viele, komm. Alter Schwede, was war das denn? Bin doch gut. So, jetzt aber hier mit der Figur. Das ist doch hier die Hauptfigur. Keiner wird geortet. Natürlich ist das die Hauptfigur. Ich gehe noch näher ran. Nee, will er nicht. Alrighty then. Versteh's nicht. Das ist doch die Hauptfigur. Dann gibt's eine andere. Versteh wie der Engel. Obwohl, sehr unwahrscheinlich, oder? Kein Big God. Nee. Die Hauptfigur. Wahrscheinlich hier, ja. Oh. Gut. Gut, gehen wir erstmal hier rein. Was braucht ein Vogel im Regen? Was braucht ein Vogel im Regen? Keine Ahnung. Regenschirm. Ein Vogel im Regen. Ein Pinguin. Ja, das ist der Pinguin. Nein, ich wollte aber ein Upgrade, wollte ich eigentlich. Muss kurz warten, so. Komm, das machen wir jetzt. Oh, sexy. Ich finde die Rätsel so genial. Mal was anderes, außer hier irgendwelche Truhen aufmachen oder irgendwelche Dokumente finden die ganze Zeit. Bounce. Und Bob ist kauen, habt ihr gesehen? So kann man auch seine Feinde ausschalten. Gucken. Oder oben ist was. So. Hier hoch. Oh, wieder eine Rittlerfigur. Oh, das ist sehr schön gemalt. Sehr schön gemalt. Wahrscheinlich kann ich das fotografieren. Kann ich das fotografieren? Gut. Warum ich Batman toll finde, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ne? Als
ein ernstes Spiel ist. Ach man, hätte glauben können. Alter, das verarschen hier. Boing. Na komm. Okay, jetzt wird's ein bisschen eng hier. Alter. Einmal. Knack, Junge. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geißeln retten. Nach unten? Nee. Ich geh jetzt erstmal hoch. Das interessiert mich. Was da überhaupt ist. Ja, Batman ist ja einer meiner Charakter oder Lieblingscharaktere, die weil Batman einfach keine Superkräfte hat. Zwar eine Menge Asche, aber er ist eher so im Detektiv-Modus, ja. Und das ist einfach, das so Spiele, die mich einfach heizen, so irgendwelche Sachen herausfinden, ja. Hätte man jetzt ein Spiel mit Superman, dann könnte man sich wahrscheinlich irgendwelche Gimmicks oder irgendwelche anderen Sachen kaufen. Ups. Aber da das meistens ja nicht. So ist es. Bei Spider-Man zum Beispiel ist es so, dass Spider-Man ja wenig Spiele hat, die wirklich gut sind. Ja? Also das einzige Spiel ist, was vom Spider-Man gut ist. Das sind eigentlich die. Das Shadow Web Dings, sonst was. Das ist eigentlich so einigermaßen gut. Aber bei Batman ist es einfach so ernst. Und das ist, was ich liebe an diesem Spiel. Und bei Batman ist es einfach dieser Ernst, der dabei ist. Also bei diesem Batman-Spiel. Und wenn die das ja machen würden mit Ninja Turtles, ja? Ninja Turtles? Die sind so cool eigentlich, ja? Aber irgendwie gibt es davon kein vernünftiges Spiel. Es gab zwar mal hier so ein paar Arcade-Games, ja? Die, so olala waren, aber mehr auch nicht, mehr gab's nicht. Und weiß ich nicht, irgendwie hat man, könnten die von Rocksteady, also hier die, könnten ruhig mal ein Spiel machen mit Ninja Turtles. Aber die machen sie ja nicht. Da gibt's ja nichts mehr, glaube ich. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück, ne?
Ich habe sogar damals, wo dieses Batman rauskam und ich irgendwo im Internet gelesen habe, dass die sowas wie Ninja Turtles machen wollen, da habe ich mich schon gefreut, dass da vielleicht was kommt, aber bis jetzt kam gar nichts. Schade. Ninja Turtles Spiel hätte ich schon gern gewollt. Hier sehen wir wieder ein Fragezeichen. Gehen wir da hoch. Ich meine, hier oben wäre das. Oh, hier ist noch was. Na gut, ich kann ja wegdrücken, habe ich gerade. So kann ich weiterspielen. Ich dachte, ich muss immer zuhören. Ja, Punkt. Gibt es noch irgendwas? Nö, ne? Kann ich jetzt da hoch? Weil da waren die. Das rechte ist ja verschlossen. Oder sind beide verschlossen? Und hier sind Zähne. Und hier komme ich nicht rein. Nope. Das bin ich von der anderen Seite. Hier ist auch nichts. Obwohl doch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und könnt einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder irgendwelche Easter Eggs, die ihr hier bezüglich zum Beispiel wisst. Denn ich kenne keine. Hat der um Hals. Was war diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Upgrade für Bellerang verfügbar. Ganz viele Akten. Was ich nicht verstehe, das ist ein Gefängnis. Und hier sieht es so unordentlich aus und so voll gesuppt. Verrostete Schränke. Na gut, dass mal ein paar Blätter auf dem Boden liegen. Das ist wahrscheinlich, weil die Anstalt oder die eingebrochen wurde. Aber trotzdem gucken wir hier Papierkram. Komisches Gefängnis. Oder Anstalt, was auch immer. Gibt's ja ein Rätsel. Ich glaube nicht. Da oben gibt's was, da komme ich aber nicht rein, weil ich keinen Dingsbums habe. Rennen wir mal da hinten hin, da komme ich auch nicht rein, ne? Nope. Ja, müssen wir hier ran, ne? Zack. Oh, diese Gegner. Da brauchst du schon mehr als
Ach nee. Oder? Ich dachte, der Alarm geht los. Doch, der Alarm geht los. Ich renne da rum und hinter mir und vor mir ganz viele Leute hier. Zack. Dann machen wir jetzt. Als nächstes kommt der. Wenn ich schaffe. Zack. Nur noch zwei. Nein, 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 nein! Oh, das war jetzt aber knapp, ey. Das war knapp. Ja, aber... So. Schnelle Rede mit sich selber. Gut. Geiseln befreit. Alles unter Kontrolle. Noch eine Riddler-Rätsel ist noch hier. Mal gucken. Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung in diesem Raum geäußert wurde. Mal von oben ansehen. Ah, wahrscheinlich die Zelle, hm? Oder? Ah. Oh, komm hier rein? Nein. Nein, doch. Nein. Ich komme doch bestimmt irgendwie rein. Kein Objekt geortet. Ja, ja, kein Objekt, ja. Hm. Genau, ha. Das. Zack. Mein lieber Scholli, ey. Wie nennt man jemanden, der drei Viertel meiner Rätsel nicht lösen konnte? Einen Batman? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, irgendein Buch oder so, aber irgendwie... Das Förderung?
würde echt gedacht, das wäre das. Wäre dieses. Ein Buch gewesen. Hier ist noch was. Ich drücke immer erst A und dann drücke ich. The Rest. The Rest of Peace. Oh nein, was mache ich denn? Na, ein Buch und nein. A Tape. Ich würde sagen, da machen wir kurz eine Pause. Ich werde mal aufs Klo gehen und ihr könnt dann zum nächsten Teil einschalten. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, warum dieses Spiel oder wie ihr dieses Spiel findet, ja? Oder warum euch dieses Spiel so gefällt wie mir. Oder ob es überhaupt gefällt, dieses Video zum Let's Play. Und hoffe, ihr findet ein paar Kommentare. Ich gucke in der Zeit mal, wo dieses eine Rätsel sein könnte. Und werde aber mit euch dieses Rätsel aufdecken, ne? Also bis gleich.